Also wir sind gestern gegen um 3 in Chemnitz losgestartet, haben dann hier erstmal gemütlich unsere Zelte aufgebaut, Pavillon aufgebaut, Grill natürlich und das ein oder andere Kaltgetränk noch. Ja, lief alles super. Wir haben im letzten Jahr gesagt, wir wollen gerne ein Turnier machen mit dem Sportlerball im Abendbereich. Sportlerball hier machen und irgendwann kam die Idee, dann könnten wir hier spielen. Natürlich verrückte Idee und im ersten Moment erstmal auch viele, die gesagt haben, ist das denn machbar? Aber wie ihr hier seht, es ist machbar und es macht richtig Spaß. Ich denke, das Besondere ist die Idee hier. Also meines Wissens gibt es niemanden, der am Fuß einer Weltcup-Schanze ein Handballturnier macht. Aber man muss bei uns im Verein sagen, es sind viele, die einfach Lust drauf haben, die gesagt haben, wir wollen das ehrenamtlich machen, wir haben da Bock drauf. Tagsüber habe ich die große Aufgabe, ein bisschen zu spielen. Ich darf das Ganze kommentieren und abends machen wir eine Riesensause und dann darf ich sogar noch ein bisschen Musik machen. Wir sind dieses Jahr gewachsen, sind diesmal auch Frauenmannschaften dabei. Es macht wieder wahnsinnig Spaß und ich glaube, dass wir auch nächstes Jahr definitiv wachsen werden. Wie in Klingenthal, wo man im Auslauf an der Skisprungschanze spielt, gibt es nicht normal in Deutschland und gegenseitig Stimmung gemacht und es war echt cool und ich denke, wir kommen noch sehr oft nach Klingenthal. Ich bin Toni Hennig, ich spiele für den HV 90 Klingenthal. Markus Assemacher, ich spiele für die Füchse Berlin. Erik Petzold, SV 04. HV Mielau Reichenbach. Lang Hessen-Kommetschau. SGCAC.